Stellt euch doch mal vor, heute wird jemand durch eine deutsche Großstadt laufen und wird den ganzen Tag schreien, alle Enten machen. Der hat doch nach 5 Minuten eine eigene Telegram-Gruppe. Nach einer halben Stunde hätte er 3 Facebook-Fanseiten. Und nach 2 Stunden würde Markus Söder vor die Presse treten und würde sagen, man darf den Entenmann nicht sofort verurteilen, der soll erst mal 25 Fragen beantworten. Und dann geht's erst richtig los. Markus Lanz lädt in seine Talkshow ein. Da sitzt dann Richard David Brecht und erklärt, dass es laut Platons Höhlengleichnis durchaus sein könnte, dass die Urenten alle gemacht haben. Daneben sitzt Sarah Wagenknecht und sagt, ihrer Meinung nach sind die Quackenten sowieso nur imperialistische Angriffsenten. Didi Hallervorden sagt, ihm ist es scheißegal, wie die Enten machen, Hauptsache sie gendern nicht. Alice Schwarzer möchte noch wissen, ob die Quackenten denn auf dieselbe Toilette dürfen wie die Hu-Enten. Die Bild-Zeitung macht eine große Titelgeschichte, darf man heute noch Hu sagen? Und nach 3 Jahren dreht Till Schweiger eine romantische Komödie über den Entenmann mit dem Titel Kein Quackenten. So wäre das heute.